Yo Leute, willkommen zu Naruto Online. Ja, ich habe noch nichts getestet, mal schauen. Wir gehen auf jeden Fall zum Flammenbändigern. Ich habe lange nichts mehr aufgenommen, ich logge mich mal ein. Mal schauen, wie das Interface so sein wird. Ich schaue es mal kurz an. Sieht auf jeden Fall gerade, ich sehe auch nicht wirklich viel. Und es lädt so. Gerade am Schauen. Also, allerdings ist sowieso nicht so viel. So, das sollte auf jeden Fall so passen. Wir starten mal eine Mission. Ich drücke da mal drauf. Okay. Von heute an wirst du dich offiziell auf den Weg der Ninjas begeben. Ich hoffe, dass du einen Kameraden findest, der dich begleitet, dass du die Macht des Feuers weiterträgst. Okay. Abschließen. Ich bin auf jeden Fall Level 2. Auftrag abgeschlossen. Okay, sofort anlegen. Mal schon, wie das so sein wird. Warte. Bekomme ich dann einen Naruto? Okay. So, drücke ich Stufe 2. Okay. Geht aber für anfangs recht flott. Mache ich das mal auch mal. So. Auch drauf drücken und der rennt von alleine los. Das lädt gerade noch alles so. Man sieht auf jeden Fall alles, hoffe ich. Ja. Musik ist auf jeden Fall gerade irgendwie verschwunden, warum auch immer. Und wir sind hier. Jo. Yes, das bin auf jeden Fall ich. Klicke ich da mal drauf. Abschließen. Yes, Level 3. Steigt auf jeden Fall alles. Okay. Bald werde ich auf jeden Fall meine Maus wechseln, weil die ist mir so in den Aufnahmen zu laut. Deshalb werde ich mir auf jeden Fall mal holen. Eine leise Maus, die man wahrscheinlich gar nicht hört oder kaum. So, dann der negative Status entflammt kann nicht addiert werden. Okay, wir haben nur 150 Leben, unsere Kampfkraft ist 122 und wir haben 30.000 Geld. Irgendwas auf jeden Fall. Ich werbe den mal an und hier mal werden 5 Fragmente verbraucht. Willst du Naruto mit ja, okay, komm, was auch immer. 5 Fragmente sind Truppe A. Ich platziere dich mal dahin und ich würde sagen, wie weit geht das jetzt so? Ich bin kurz woanders. So, auf jeden Fall geht's jetzt wieder weiter. Ja, war ein bisschen irgendwie laut, warum auch immer. Wir haben Naruto angeworben, unsere Kampfkraft ist angestiegen auf 228. Wir können irgendwas annehmen. Ich glaube, das wird ab sofort auch ein Let's Play von mir, dieses Game, weil es einfach nur voll nice ist. So, ich muss Kunomaru Trio ab. Okay. Ich habe es schon bei. Okay. Bei Debito habe ich es ein bisschen schon gesehen. Hat er ja so gezeigt. Und dann auch kommt mir das Game jetzt die ganze Zeit als Werbung. Deswegen wollte ich es auch mal spielen. Weil ich Naruto sowieso gerade schaue. Und da bin ich auch recht weit. Mir fehlt noch eine Episode. Und dann bin ich bei der neuesten. Dann muss ich halt auf die neue warten. So, das dauert auf jeden Fall, das lädt. So, Fight. Kampf starten. Kämpfen mit Kunomaru. Ich drücke mal hier. Was auch immer das mal bringt und Feuer, nice. Warten. Okay, der ist auf jeden Fall explodiert. Es geht auch mit der Tastatur, also W und Q, aber ich denke mal, es geht auch so. Also, wenn die Maus auch noch leiser wird, dann passt ja. Vielleicht eine Schatztruhe, die hätte ich gerne. Da ist Geld, das hätte ich auch gerne. 200, okay, und dann. Wo muss ich? Ah, jetzt kommt das ganze Trio angerannt, okay. Okay, kämpfen wir mal. So, Kampf starten, 3 gegen 2. Ich würde sagen, erstmal dich. Ich gehe meine Maus, ist ja ganz nice. Dann greifst du an, dann lass ihn, der erste schon weg. Ich habe Feuer genommen, weil Feuer, ja, Sharingan und so wahrscheinlich und Feuer ist auch ganz nice. Der Rest gefällt mir nicht so. Okay. So, der ist auf jeden Fall gleich down wahrscheinlich. Und die ist down. Ich bin leveled
3, vielleicht auch gleich Level 4. Man sieht es dir gar nicht an, dass du so stark bist. Ich gehe nun zu diesem Typen, um zu trainieren. Ich muss deinen Opa besiegen und so. Und zum Hokage werden. Das ist mein Ziel. Okay. Wir haben bestanden mit 3 Kunais. Alles gemacht. Die leveln auf jeden Fall fleißig hoch. Naruto ist auf Level 4 fast. Vom Stein kommen Brötchen. Nice. Ich bin Level 4. Alles ganz nice. Sieht man mein Geld? Ja, mein Geld sieht man auch. 3700. Und Naruto ist Level. Ah, der ist schon Level 4. Fast Level 5 anscheinend. Kampfkraft Jo steigt. Alles steigt. Nice. So. Wir fahren mal zur nächsten Mission. Das ist eher so ein Click-Game. Du klickst dich einfach mal durch und schaust, wie so, was so abgeht. Mein Level 10 sollte auf jeden Fall easy going sein. Je nachdem, wie lange ich jetzt aufnehme, sofort anlegen. 271 ist gestiegen, als Auftrag annehmen. Die Zeit, die rennt mir auf jeden Fall hoffentlich nicht davon. So, Ingame-Geld, bitte. Kupfermünzen, Coupons, Goldbahn. Irgendwas aber wahrscheinlich das Echtgeld und dann wahrscheinlich irgendwie noch, keine Ahnung, Spiel 30 Jahre und bekommst irgendwas. Das alles abschließen. Nice. Level 5. Leben, Kampfkraft steigt, genauso wie Leben. Und Verteidigung, Ninjutsu, Widerstand, das war alles ganz nice. Prämien-Saal Funktion freigeschaltet. Okay. Da oben ist jetzt was Neues. Klicke ich mal drauf. Seht, das wird, das wird. So, Prämien-Saal. Ich bekomme. So, ich muss einmal draufklicken. Wochenauftrag. Sondern doppelte Qualifikationskampfpunkte beim Eremitenwelt-Schlachtfeld. Okay. Man bekommt auf jeden Tag bekommt man irgendwas. Ach man. Das ist Aufladen. Was bist du? Jo, wenn du erst einmal auflädst, was? Also bekommst du 1118 Goldbahn. Den Niagara, oh, ich feier Gara. 200.000 Kupfermünzen und anderes will ich nicht. Sofort anlegen. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall einiges mehr Auftrag. Ein bisschen Iruka. Jetzt darf ich Sasuke begegnen. Okay. Ich kann mal gleich hin. Sasuke Uchiha, mal schauen. So, auf jeden Fall sind wir jetzt in der Schule. Hinata, Sasuke, Naruto. Ach, da stehen jetzt Namen drüber. Sogar Choji. Irgendwie so, auf jeden Fall Ino, Sakura, sieht man ja alles. Ja, geht da gerade irgendwas ab? Ach, die bekannte Szene, ja, die kennt man ja. Die kennt man ja. So. Oh, ja. So, auf jeden Fall kämpfen die gleich gegeneinander, denke ich mal, weil das unser Auftrag ist. Yes. Aufnahme läuft und der Raum ist irgendwie so schlecht dargestellt, aber gut. So, halt hier so schwarze Kanten. Nichts. Irgendwie. Go. Das lädt 93%, 100, okay. Fight. Und wir gewinnen natürlich.
Ich merke gerade, der Charakter ist weiblich und das ist Snow White. Okay. Gab es irgendwie noch die Möglichkeit zwischen zwei männlichen und drei weiblichen? Ich weiß gar nicht. Egal. Kann ich glauben. Okay, also ich hoffe mal, das geht auch lang mit der Story hier, die ist auch irgendwie ganz nice. So, wir kühlen uns. Auch nee. Ich hoffe mal, dass das. Wahrscheinlich wird der Song auch im Team 7 dabei sein. Also quasi hier. Es gibt eine Kiste und Level Up. Nice. So, mal schauen, was wir so bekommen. Wir bekommen einmal Level 6. Okay. Level 6, oder? Ja. Wochenpaket. Okay. An. Das lädt, das lädt, das lädt. So, am ersten Tag bekommt man 30.000, dieses Mal zu haben. Wie sehe ich denn der dort hin? Achso, länger halt. Okay, Bindungsstück. Damit kannst du Ninjas, Ninja-Fragmente und Gegenstände wie Materialien aus der Bindungsstruktur ziehen. Eisen. Material zur Rohstoffung und Ausrüstung beginnen bei Mission zu erhalten. Okay, was ist hier vielleicht noch ein Spiel? Okay. Alter, Kakashi. Ab Level. Oh, 7 Tagen bekommen Kakashi. Temari war auf jeden Fall ganz nice. Kamaru, nee. Das wäre so ein Kakashi, hätte ich zwar gern. Also schon so einiges Gutes abgeholt, nicht mehr abgekommen, ja. Alter, Alter. Xima, Kakashi. Blitz und okay. Schließen. 41.000 Kupfermünzen sind nice. Die Million wird auf jeden Fall bald geknackt. Okay, Kupfermünze, Druck A. Ich positioniere mich, ja, wenn du schon sagst, dahin, dann kommst du auch dahin. Okay, Ausbildung, 700. So. Eins essen. Ach, damit levelt man die. Halt, 99,96%. Okay. Sieh. Vielleicht auch, was bei ihm hochgegangen ist. Nee, okay. Alles. Egal, ich gehe dann mal da drauf. Die nächste Quest nehme ich mal an, denke ich. Ach, 15 Minuten mache ich, denke ich, voll. Ein bisschen mehr als 15 Minuten. Hat das Game schon verdient. Noch eine Quest. Und noch eine Quest. Okay, annehmen. Anbumen wir hier. Okay, ich erstatte Bericht. Gestern Abend wurde jemand in alles doppelt von Wölfen angegriffen. Da war ein großer weißer Wolf. Okay, gut. Egal. Ist sowieso nicht so spannend. Der Anfang, ich hoffe mal, später wird's geiler. Also, wer der Name Snow White besetzt, wäre ich Tobi oder Obito oder so. Bin's. Ach, das kenne ich sogar auch noch. Von dem lieben Herrn. Debitor, du kannst starten. Wie? Okay. Gut, das ist alles ohne mich. Okay. Das ist ein Schauspiel. Warum auch immer das Game manchmal minimal lägt, aber kann ich irgendwas machen? Ich weiß gar nicht. Hier Sicht.
Okay, ich will keine anderen Spieler sehen. Dann. Oh, Weltkarte auf dem Zeitkampf her. Wäre ich auf jeden Fall interessiert. Wir sind gerade in. Die sieht echt nice aus. Also Kunogakure, Kunowald und Psylbarriere, Wellenreich. Sind ganz nice. Könnte ich dann mal Bild schauen. Für die Naruto-Fans ist es natürlich ein richtig geiles Game. Ich will mal zu den Fliegen Fight-Kampf starten. Ich starte ich denke mal, man kann die jetzt auch wechseln, wenn die ein gewisses Level haben. Nehme ich natürlich alles ein. Jetzt gucken wir mal her. Ist hier unten noch irgendwas? Ne, okay, da oben ist nichts. Also man muss hier so einen Klick geben, um durchzukommen, zu klicken. Klicken. Also noch einiges. Ah, okay. Und weiter. Ist das schon. Heißt man jetzt kommt gut. Ohne Online-Zahlen sind wir neu und Level 16. Level 16 ist relativ hoch. Also für mich. Alter, was für Material braucht man alles? Auf jeden Fall Level 7, 6, 6. Aber den weißen Wolfskönig besiegt und ich würde sagen, das war's auch. Mit diesem Part. Das war auf jeden Fall ganz informativ, finde ich. Da steigen wir auch alle ganz schön. So. Noch mehr Fähigkeiten. Okay, schaue ich mir gleich nochmal an, bevor ich den Part beende. Meine Talente. Okay. So, also ganz tolle Jutsus hier. Beschwörung, wahrscheinlich Genie-Führung. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. So, großes Anfängerpaket. Oh, das könnte ich ja mal öffnen. Anwenden. Jetzt erstmal das ganze in den Tag voll gespammt. Jo, Steak, Nudeln, sonst was. Ganz viel Geld. Wind. Wiederbelebungselixier. Okay, Minus kann sterben. Nudeln. Und 100.000 Ninja-Erfahrung für Verhalten. Okay. Digga, das, Alter, das gibt nur 50.000, ich hab hier. Okay. Cool. Ach, die haben auch Talente. Ja, ja, stimmt, ja. Mit Angriff. Jo, kann man sich das auf jeden Fall auch noch irgendwann mal anschauen. Aber nicht jetzt. Ist auf jeden Fall beide gut ausgerüstet. Jetzt braucht er noch Ausrüstung. Gebe ich die Quest mal ab und level auch noch dann gleich hoch wahrscheinlich. Da oben ist so ein Balken, da steht 150 drauf. Da will ich gleich mal drauf schauen, was er bedeutet. Wäre auf jeden Fall ganz nice zu wissen. Ich vermute, man kann nicht unendlich auf dem was machen. Kurz Ausrüstung kann hochgestuft werden. Warte. Achso. Genen-T-Shirt, Schulen-T-Shirt. Okay. Abschließen. 100.100. Oh mein Gott.
Ausrüstung verstärken. Alter. Also quasi die Ausrüstung behält man für immer und die kannst du halt hochappen. Formation in Chikasho, Einzeltraining, Kabuto, Yokoshi. Okay. Sieht so ganz nice aus. So, steigt auf jeden Fall wieder auf 522 und können wir es auch gleich abgeben, diese Mission. Oder auf jeden Fall echt nice. Und flammt, okay, der rennt irgendwo hin. Also ich muss dann schauen, wann ich mir die Maus kaufe, weil ich habe auch bald wieder eine Schulaufgabe und ach, das wird echt, das ist echt schlimm. Also quasi Gaba lernen pur. Ja, jetzt kommt sogar die Mission Unschicke schon, die seht ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das war's mit dem Part, der war auf jeden Fall recht lang und ich hoffe, der hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, euer Snowball.